Guten Tag! Vielen Dank für die neue Follower und vielen Dank für so viele Zuschriften, die ich bekommen habe in den letzten 3 Tagen. Also wirklich sehr selten habe ich so viele tolle Post, Messages und Briefe und so viele Kommentare bekommen wie in den letzten 3 Tagen. Danke, danke, danke. Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich neue Follower bekomme. Ich bin ein bescheidener Mensch und ich bin da nicht darauf angewiesen, aber ich freue mich, wenn so viele Leute auf mich zukommen. Danke, danke. Wir reden weiter über Skorpion. Und ich habe gesagt, das Schlimmste bei einem Skorpion ist, dass es so einen gezwängten Negativismus in sich drin hat. Und das lauert an der Oberfläche bei einem Skorpion und ausgerechnet in diesen Augenblicken, in denen er am glücklichsten ist, quält ihm das alles und plötzlich versaut er dir das ganze Leben oder den Tag. Ich war am Samstag bei einem Ehepaar, der Mann ist Krebs und die Frau ist Skorpion. Das war wirklich schrecklich. Also ich musste dahin, weil diese Frau wollte etwas da für mich erledigen, etwas schreiben. Ich konnte das nicht selbst machen. Und deswegen haben die gesagt, komm mal zu uns. Und ich bin dahin gefahren. Und diese Frau hat das im Nebenzimmer für mich geschrieben. Und der Mann, der ist ja sehr nett. Und da lief Fernsehen im Zimmer. Es war natürlich eine schreckliche Atmosphäre. Die haben eine schreckliche Wohnung, so deutsche Eiche und so. Aber egal, ich wusste, ich bleibe hier eine Stunde oder höchstens 2, bis sie das geschrieben hat für mich, so einen Brief da. Dieser Mann war nett, der hat mir erzählt von seiner Vergangenheit, von Dunkirk und so weiter, von Kriegen, ein bisschen ältere Leute. Und diese Frau kam dazwischendurch raus und sie hat gemerkt, dass wir uns so gut verstehen und so eine tolle Atmosphäre zwischen uns herrscht. Und die, weil die Skorpion ist, die hat das alles versaut. Und die hat zu ihm gesagt, mach mal Fernsehen aus. Ja, warum? Ja, weil man macht nicht Fernsehen an, wenn Besuch da ist. Gut, dann hat er Fernsehen ausgemacht. Und da hat er gesagt, Alexa, spiele Polnareff. Une poupée qui fait non, non, non. So, Alexa hat das gespielt. Und wir haben uns toll unterhalten. Wir haben ein Likörchen getrunken. Das war sehr, sehr nett. Dann ist sie wieder da zurück in das Zimmer, hat sie das weitergeschrieben. Dann kam sie wieder zurück zu uns und hat sie gesagt: Ja, und hier ist so muffige Atmosphäre und ich muss ja Fenster aufmachen. Was geht's? Also, was geht sie das an? Wir haben uns toll unterhalten und er hat mir von seiner Vergangenheit erzählt. Das war ein sehr, sehr netter Mann. Da hat sie zu ihm plötzlich gesagt, du hast Demenz. Und er hat gesagt, ich habe keine Demenz. Ich weiß bis heute, als ich in Dunkirk war und ich weiß, dass heute Marc bei uns ist und ich werde das auch ein paar Tage auch später. Ja, nur aber ein paar Tage. Und wenn ich sage, dass wir einen Termin haben im Dezember, dann weißt du, dass wir einen Termin haben, aber weißt du nicht genau wo. Und natürlich hast du Demenz. Oh, dann ist sie wieder zurück. Und da hat sie weitergeschrieben, wir haben die Körchen getrunken. Dann habe ich gesagt, ist das fertig, meine Süße? Sie hat gesagt, gleich. Ich wollte eigentlich dann nur rausgehen aus diesem Zimmer, weil es war unmöglich, bei diesen Leuten zu bleiben, weil das war eine so tolle Atmosphäre zwischen diesem Mann, der war sehr nett, ein bisschen ältere Modelle natürlich von Menschen, aber trotzdem sehr, sehr toller Mann. Und die, weil die Skorpion ist, die hat das alles versaut. Deswegen sage ich, selbst wenn Skorpion sich am glücklichsten fühlt, lauert ausgerechnet dieser schreckliche Negativismus und Skorpion will dir das alles versauen. Für heute, leider, leider, ist meine Zeit um.